Nach der Einigung über die Zulassung von Verbrennerautos strebt Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Reform der Kfz-Steuer an. Der FDP-Vorsitzende möchte eine Steuererleichterung für Autos erwirken, die mit E-Fuels, also klimaneutralen synthetischen Treibstoff, betankt werden. Wenn der Kraftstoff klimafreundlich ist, dann muss die Besteuerung von der Kraftfahrzeugsteuer bis zur Energiesteuer angepasst werden, sagte Lindner der dpa. Es wird noch dauern, bis wir solche Fahrzeuge auf der Straße sehen und E-Fuels im Tank haben, so Lindner. Aber für die Menschen und die Wirtschaft wird es eine wichtige Planungsgröße sein, dass die E-Fuels günstiger besteuert werden als fossile Kraftstoffe. Das Finanzministerium werde dazu ein Konzept vorlegen. Die sogenannten E-Fuels werden mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien, Wasser und CO2 aus der Luft hergestellt. Anders als herkömmliche fossile Kraftstoffe setzen sie keine zusätzlichen klimaschädlichen Gase frei.